Jo meine Gamerinnen, ich bin's wieder, Eugenio, und damit willkommen hier zu meinem zweiten Video aus Chile. Eine Woche ist vergangen, seitdem das erste Video rausgekommen ist. Und ja, ist glaube ich ganz gut angekommen bei euch. Und deswegen mache ich jetzt direkt noch ein nächstes. Ich da habe vielleicht so gedacht, alle zwei Wochen wollte ich eins machen, aber jetzt dachte ich mir so, ja, jede Woche passt schon. Wir haben es also wieder Dienstag, wenn ich das aufnehme, dauert halt immer ein bisschen mit dem Hochladen und so. Ich muss halt auch die richtigen Termine finden, weil es halt nicht mein eigener PC, wo ich das hochladen kann. Auf jeden Fall, heute soll es um das Thema Schule gehen und da legen wir jetzt auch mal direkt los, weil wir nicht so viel Zeit haben, weil sonst der Upload ewig dauert. Beim letzten Video hatte, glaube ich, 2 Stunden oder so für ein 4-Minuten-Video gedauert. Das ist echt krass. Deswegen fangen wir jetzt direkt an. Und ja, ich gehe hier auf die deutsche Schule in Temuco, wie man unschwer in meiner Kleidung jetzt erkennen kann, die ich inzwischen auch bekommen habe. Und ist generell sehr geschildert, die Schüler sind alle nett, die Lehrer sind auch nett. Und es gibt ein paar Besonderheiten und ein paar Unterschiede zur deutschen generellen Schule. Und zwar ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis dann ein bisschen anders. Und zwar ein bisschen so freundschaftlicher, wird auch schon mal umarmt oder so. Lehrer wird ein bisschen persönlicher gefragt oder so. Finde ich eigentlich generell ganz gut. Unterschied ist halt nur, dass dadurch, durch diese Distanz in Deutschland, wird man einfach ein bisschen mehr zum Arbeiten animiert oder ein bisschen mehr gezwungen. Deswegen ist oft in den Klassen ziemlich laut und ich glaube nicht, dass ich jetzt richtig als Schüler hier wirklich so viel lernen kann wie in Deutschland. Weshalb die dann auch viel zu Hause machen würden, was dann wieder die Freizeit anstrengt. Vom Stundenplan her sieht das aus, dass sie anstatt 6-7 Stunden am Vormittag haben. In Deutschland hat man ja oft, wenn man 45 Minuten Stunden hat, 6 Stunden am Vormittag und dann noch was am Nachmittag nach einer großen Pause. In Chile hat man 7 Stunden. Es gibt noch eine 9. Stunde, die fängt dann um 15:15 los. Also die Stunde ist es. Die Schule geht um 7:45 los und dann noch 45 Minuten mehr. Das heißt, der erste Block vor der ersten großen Pause sind 3 Stunden. Was ich eigentlich ganz sinnvoll finde, das im ersten Block zu machen, weil man dann einfach noch am meisten Motivation hat. Und danach hat man Montag, Mittwoch und Freitag nochmal 4 Stunden am Nachmittag. Das hört sich jetzt viel an, ist es auch und ist manchmal ein bisschen langweilig, aber es gibt genug Abwechslung für uns deutsche Austauschschüler, noch andere Projekte zu machen. Wir können in der Bibliothek was recherchieren oder wir können kleineren Schülern aus unteren Klassen helfen, was ich generell sehr cool finde, was mir sehr viel Spaß macht. Zusätzlich bietet die Schule dann noch ein Sportprogramm an, das heißt nach der Schule kann man dann noch in den Fußballverein gehen und mit seinen deutschen Freunden da Fußball spielen, was auch dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch und Freitag ist. Und dadurch ist meine Tage sehr verplant und ja, ich freue mich da generell so. Ich habe auch schon von den Austauschschülern hier, die mit nach Chile gekommen sind aus Deutschland, habe ich auch schon Freunde gefunden, mit denen ich auch Fußball spielen gehe. Deswegen ist das alles ziemlich gechillt, auch in der Schule, vor allem weil die nicht wirklich das Problem haben, wenn man auch mal sagt, ich möchte 2 Stunden nicht zur Schule gehen und ich möchte dann anstatt was anderes machen, vielleicht mal was erkunden in der Stadt, vielleicht mal irgendwie für sich selber Spanisch lernen oder vielleicht einfach mal was erleben. Das kann man dann auch gerne in der Schulzeit machen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt noch ein bisschen laufen, es ist Dienstagnachmittag und ich sage, für das Video war es jetzt erstmal gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, vergesst nicht, das erste Video zu schauen, meinen Kanal generell zu abonnieren. Schaut doch mal bei den anderen Vlogs vorbei, die ich gemacht habe, also meine geschnittenen Vlogs, die etwas aufwendiger sind. Und dann würde ich noch sagen, bleibt mir auch zu sagen, ciao.